Hier ist Affecto und heute wollte ich euch zeigen, wie ihr Anderschriften bei Adobe After Effects einfügen könnt. Dazu braucht ihr erstmal eine andere Schrift, als die schon vorgegeben sind. Darauf können wir auf dafont.com gehen. Diese Seite hat viele verschiedene Arten von Schriften, die von einzelnen Usern erstellt wurden. Da gibt's schwere, also verschnörkelt, oder Graffiti, Medieval, alles Mögliche, auch andere Sprachen, dekorativ, Dutch and Turley. Beispielsweise das downloade ich mir jetzt mal. Download. Ich habe es einfach mal hier in Ordner angelegt. Dann die ZIP-Datei öffnen. Beispielsweise einfach mal einer von den beiden nehmen. Das sind meistens Dharma 2. Dann gehen wir auf Systemsteuerung. Darstellung und Anpassen. Schriftarten. Einfach auf den oben drauf drücken. Jetzt haben wir die ganzen Schriften von Windows. Jetzt CMYK, Dutch and Turley einfach per Drag and Drop dahin. Jetzt installiert er die. Und jetzt könnt ihr sie schon über Adobe After Effects auswählen, weil das wählt, also das arbeitet mit dem zusammen. Jetzt kurz nachschauen, Dutch and Turley. Dutch&Tally. Ich bin mir nicht sicher, ob schon geladen wurde. Da Dutch&Tally. Ja, es ist halt, bei solchen Schriften, das ist halt. Ich wäre, erstens habe ich nicht groß geschrieben. Okay, mit dieser Schrift gibt es keine großen A's. Ja, also es geht mit denen hier. Diese Schrift ist halt nicht sehr passend, weil sie halt verschnörkelt ist und nur für manche passend. Ja. Aber andere, The Idiot oder Electronical, da sind ja alle Buchstaben gleich, deswegen ist die natürlich einfacher. Ja, das war's auch schon. Und bis zum nächsten Mal. Hallo YouTube, hier ist Affecto und heute wollte ich euch zeigen, wie ihr ein einfaches Intro erstellen könnt. Das Ganze geht ganz einfach. Als erstes erstellen wir eine neue Komposition. Am besten mit den Maßen. 3 Sekunden, nicht mehr, es reicht auf jeden Fall. Der Hintergrund ist egal, wir können ja mal eine andere Farbe machen. Nehmt euch einfach das Textwerkzeug und gebt einen Text ein. Dann könnt ihr euch den noch ein bisschen bewegen. Und dann wählt ihr die Ebene Test aus, geht auf Effekte, Simulation, Pixel Poly. Das war es auch schon, aber da wir 3 Sekunden eingestellt haben und das Ganze ja schon nach knapp 1,5 Sekunden zu, na knapp über einer Sekunde weg ist, deswegen stellen wir die Graffiti so auf. 0,30. Entschuldigung. Ich ziehe es einfach so zurück. Auf 25. Brauche das Ganze ein bisschen länger. Jetzt könnte ich natürlich noch einen Hintergrund einfügen, eine schöne Schrift machen. Ja, das war es auch schon.